Hallo, hier ist der Deepstar. Willkommen zurück zu Alien Predator Extinction, zur nächsten Bestiary-Folge. Diesmal die erste Predator-Bestiary-Folge Bezug nehmen auf die erste Mission. Aha, wir fangen direkt an mit dem Overview als Predator. Reinforcement and Upgrades. Predators order and pay for reinforcements and upgrades at their mobile shrine. If the Predators lose their last shrine, they cannot reinforce or upgrade themselves. Klare Sache. Earning Credits. Predators earn credits in two ways. First, by killing enemies, and second, by collecting the skulls of their victims. Different enemies provide different size rewards, generally depending on their combat prowess. Collecting the skull of a victim is typically worth more than killing it, but some enemies do not have skulls. Mann, ich hab irgendwas im Hals. Predators that can behead their enemies are automatically considered to have collected their victim's skull upon decapitation. Ja, ganz einfach. Komm mit, Anna. Predators have a strong sense of honor and value hard-earned triumphs over easy ones. This directly affects their ability to generate credits, since the overseers of a hunt scale their kill rewards to the overall strength of a hunt's active members. In short, expensive hunting packs earn fewer credits than cheaper ones. Ja, das ist halt interessant, das ist interessant zu wissen, weil wenn man sehr stärkere Einheiten kauft, beziehungsweise bestellt, verdienen die weniger Credits, als wenn man halt mit den leichtesten Einheiten auf Jagd geht. Also, je schwerer der Kampf ist, desto mehr, ja, desto mehr Ehre gibt es entsprechend. Auch logisch irgendwie, ne? Aber es halt hat halt direkt einen Einfluss auch in dem Spiel, wie viel Geld man halt verdient. Energy. All Predators have energy level that they can use to power their cloaking field or cure damage and various crippling side effects caused by enemies. A Predator can recharge its energy by turning its cloaking field off and waiting or by moving near Predator Shrine. The latter option recharges a Predator's energy much more quickly. Ja, haben wir ja schon im Tutorial ja schon kennengelernt, dass ja, in der Nähe eines Shrines die Energie sich deutlich schneller auflädt und es auch quasi auch sich nur so man getarnt bleiben kann, wenn man halt aufladen will. Cloaking. All Predators can cloak when necessary, preventing them from being seen by many kinds of enemies. Maintaining the cloaking field requires energy, so a Predator can temporarily lose its ability to cloak if it runs out. Ja, auch klar, braucht Energie, die Tarnung, und dann irgendwann ist alle, logischerweise. Being fully detected, so. Some enemies have sensors that gives them the ability to completely defeat cloaking, enabling nearby enemy forces to threat the cloaked Predator as if it were seen normally. These include synthetic sentry guns, aliens that can emit spores, and enemy predators with the Predtech Vision Upgrade. Ja, man halt komplett entdeckt wird man entsprechend durch Synthetics, Sentry Guns, Aliens und Predator. Andere Predator, Feindliche Predator, falls sowas geben sollte. Also, man kann auch gesehen werden, wissen wir ja auch alles schon als Marine schon kennengelernt im Grunde. Being partially detected. Certain actions, such as attacking, pulling skulls and healing, cause a cloaked predator to become temporarily detectable by enemies. Enemy attacks that ignite, irradiate or cause acid burns also have this effect, since they cause ongoing consequences that are observable outside the cloaking field. When a predator is detected in one of these ways, it takes reduced damage from attacks relying on accuracy. Enemies have only a general idea of where it is and cannot deliver aimed hits. Ja, wenn man halt halt nur halb entdeckt wird, hat man entsprechend immer noch kann man immer noch nicht genau halt getroffen werden. Man sieht ihn zwar, aber weiß nicht ganz genau, wo er ist. Gut zu wissen. Healing. A Predator can heal by spending energy and using its Medicomp. There is a direct correlation between energy spent and damage healed, but this is modified by whatever side effect a Predator might be afflicted with. The Predator Medicomp attempts to heal those afflictions for which it has
sufficient energy before trying to heal damage. Healing alien asset scaring is particularly energy consumptive. However, it only occurs after other afflictions have been eliminated. Ja, falls man nämlich von, ja, wenn man entsprechend von Aliensäure erwischt wird, ist das ziemlich schmerzhaft und ja, ist auch quasi. Ja, und halt dieser Medikom, der heilt das erst, wenn alle anderen Schäden, also alle Verletzungen beseitigt worden sind. Also ganz kann übel werden, diese Säure. Naja. Extended Vision Modes. All Predators and their robotic support platforms have the ability to detect enemies beyond normal line of sight when upgraded with Extended Vision Modes. Enemies seen via those modes show up highlighted and may be interacted with as normal. There are three kinds of enhanced vision: thermal, electro and protect. Thermal vision detects humans and wildlife, electro vision detects aliens and marine technology, and protect vision detects predators and their equipment, whether cloaked or not. Ja, wenn Sie nochmal die Sigmui nochmal erklärt, kennen wir ja auch alle schon und spielen und so weiter. Robotic Support Platforms. Predators rely upon two robotic support platforms, the Shrine and the Predgun. These platforms cannot cloak and do not heal themselves like normal predators. They are immune to many enemy side effects, however, and automatically regenerate at high rates when not under attack. Robotic support platforms do not generate bounties for their kills, though credits may still be acquired by collecting the skulls of the enemies they have slain. Ja, klare Sache, wenn die entsprechend selbst einen Gegner töten, bringt das kein Geld, aber man kann halt die Köpfe noch sammeln. Als Trostpreis, oder so sagen soll. Strengths. Generally speaking, predators are the toughest and most powerful of the species. They have a balance of melee and ranged attackers, along with the best long-range attack options and the best ability to damage multiple targets simultaneously. Of course, they can also cloak and use their enhanced vision systems to spy on enemies, making them matchless in the art of assassination. Ja, ganz klare Sache, der hat eigentlich die stärkste Einheit, die stärkste Rasse, also die halten am meisten aus und sind die stärksten an sich. Und ja, haben halt große Möglichkeiten auf Entfernung, große Möglichkeiten im Nahkampf, also ja, sind also gute Typen. Weaknesses, aber haben wir auch Schwächen. Predators are fewer in number than other species, and they are therefore vulnerable of being overwhelmed by their more numerous opponents. It is also possible to stop a predator hunt cold by destroying all of the shrines supporting the operation. Predators rely on the credits generated by kills in order to continue the hunt, so if a clan cannot win its early battles, the hunt often stops immediately. Ja, da sind die große Schwachstelle, die sind halt nicht sehr zahlreiche Predator und ja, sind halt auch auf diesen Schrein angewiesen, der halt ziemlich langsam ist. Ja, und wenn die entsprechend, und das ist natürlich auch starke auf Ehre und auf Jagd bezogen, wenn die ersten Kämpfe nicht gewonnen werden können, stoppt die Jagd sofort, weil sie kein Geld haben. Ganz einfach. Ja, das war der Überblick über die Predator. Jetzt geht's weiter mit den Einheiten. Angefangen mit dem Brawler, mit dem Briller. Statistiken, Upgrade-Statistiken. Können wir mal sehen, was der Unterschied ist. Ja, der hat dieselbe Reichweite im Angriff und kann einmal richtig stark zuhauen. Und hat eine höhere Sichtweite oder was? Nee, doch nicht. Die hintere Zahl wahrscheinlich, wenn er einen Sichtmodus hat, kann er 18 Felder weit gucken und sonst nur 10, also doppelt so weit. Okay. Description. If a predator has great strength, speed and endurance, it trains to become a brawler. The brawler is both a tireless scout and vicious frontline fighter. It is revered for its bravery and its ability to successfully attack any kind of foe at close range, no matter how dangerous it might be. Ja,
Der greift alles auf alles nah an, egal wie stark er ist. Der kämpft das klassische Predator, der einfach 1 gegen 1 macht. Default Weapon, Wristblades. As a matter of pride and honor, the brawler relies upon one weapon only. It's Wristblades. To many Predators, this is humble weapon, but in truth, it is quite formidable. Possessing a sharpness and strength achieved by no species save the Predators. Two, at Wristblades, a skilled brawler is a whirlwind of destruction. Slicing, dismembering and gutting enemies with alarming rapidity. Ja, in anderen Worten, er schnetzelt ordentlich gerne. Er schnetzelt gerne, kann man nicht sagen. Ganz einfach. Also im Nahkampf sehr stark. Sollte man nicht unterschätzen. Characteristics. Channeled Fury. Once a brawler starts attacking an opponent, it uses its training to channel its battle rage into an unrelenting stream of ruthless, cleaving blows. Only the largest, most skilled or most heavily armored opponents can withstand this attack and actually fight back. Lesser enemies can only try to survive the assault or run from it, but not counterattack. Ja, wenn er einmal zuhaut und ja, entweder hat der Gegner Glück und er überlebt das, oder er muss größer sein oder er muss halt weglaufen, um das zu überleben. Also kein, das ist kein Nahkämpfer, dem man begegnen möchte. Characteristics. Bla. Ah, irgendwas im Hals, wirklich. Lightning Reflex. Reflexes. The brawler is quick enough to strike leaping facehuggers mid flight. This knocks the facehugger away and often kills it in the process. While a brawler's reflexes are quick enough to protect it from any number of incarnated facehugger attacks, they cannot protect the brawler from being overwhelmed by multiple facehuggers attacking simultaneously. Ja, einzelne Face, der hat kein Problem, einzelne Facehugger zu auszuhalten, auch wenn die angeflogen kommen. Einfach mit den Klingen reinzauen und sich da weg und sind dann tot. Also richtig übel, ein Facehugger hat keine Chance, nur wenn es halt mehrere sind, können sie halt den halt überwältigen. Also ein Facehugger ist ziemlich chancenlos gegen den, ja, ist interessant, finde ich. Upgrade, Glory Strike. The veteran brawler develops an uncanny ability to deliver the perfect blow amid its furious onslaught. Such a strike does extreme damage and is frequently accompanied by the brawler's hallmark battle cry. So, when a brawler delivers a killing blow in this way, it is often spectacular. Brawlers are known to decapitate their enemies in a single strike as a method of demoralizing their subsequent victims. Ja, in anderen Worten, der Glory Strike, der köpft Leute, während die noch kämpfen. Also, der lässt sich auf dem Boden hängen oder so, der nimmt die so auseinander, um halt auch eine Schockwirkung auf alle anderen zu produzieren. Also, ganz übel, ja. Strengths. The brawler is an excellent all-around combatant. Its savage assault prevents most smaller enemies from counter-attacking or escaping, and its armor-slicing claws are potent against larger, more heavily armored opponents. In numbers, brawlers can bring down almost any enemy, though sometimes without the cost efficiency of more specialized predators. The brawler's speed and durability also make it excellent scout. It can often survive surprise encounters with even heavy resistance. Ja, ist auch eine Aufklärungseinheit. Stark ist im Nahkampf eigentlich ja sehr gut und in größerer Anzahl auch relativ stark. Also kann in größerer Anzahl auch wirklich größere Gegner zerlegen, aber nicht so gut wie wie halt bessere Predator, also wie spezialisierte Predator. Gut zu wissen. Weaknesses. For all of its strength and speed, the brawler is still only a conventional melee fighter, and one that is frequently outnumbered by its enemies. It can be brought down at range by mass fire, and it can be overwhelmed by multiple melee attackers engaging it simultaneously.
Experienced brawlers are particularly wary of even small groups of close assault marines, such as the infantry and the flamethrower marine. Ja, Schwachstelle ist klar, ist halt nur Nahkampfeinheit, also Entfernung, ganz einfach zu töten. Ganz einfach, so sieht's aus. Okay, weiter geht's mit der nächsten Einheit, dem Hunter, dem Jäger. Mit der Schulterkanone. 16, der hat eine sehr hohe Reichweite, der kann länger, der kann weiter schießen, als er sehen kann, auch sehr interessant. Heavy Wardam, ja, der haut auch ein bisschen rein, der kann auch noch, der macht auch noch Feuerschaden als Upgrade, okay. Description, as its name implies, the Hunter excels at attacking its prey from range. It is dangerous whether playing the lone assassin or providing massed fire support for frontline combatants, ja. Predator Vision Mode Enhancement are particularly useful for the Hunter, since they allowed it to make maximum advantage for its long-range plasma caster and strike targets from beyond their field of view. Ja, wie ich eben sagte, der kann weiter schießen als er sieht mit die Sichtmodi. Also sehr hilfreich, also wirklich auch eine Sache, auch eine Fernwaffe. Default Weapon, Plasma Caster. The Plasma Caster is a long-range energy projector capable of guiding armor-penetrating plasma bolts at distant targets. Moreover, the weapon's bolts explode in a burst of plasma shrapnel that damage other enemies near the point of impact. By default, the weapon's attack range is greater than the Hunter's visual range. Predator Vision Modes change this relationship, however, enabling the Hunter to act as a sniper. Ja, wie nochmal gesagt, wegen als Safsitze, Fernkämpfer. Upgrade, Omnicaster. A bioscanner and a multiply barreled firing mechanism enables this weapon to analyze targets and attack them with various types of plasma munitions. They are three kinds. First, burst plasma. Second, the fire plasma. And third, dark plasma. Burst plasma is identical to that fired by the plasma caster. Fire plasma ignites targets. And dark plasma causes a controlled energy reaction that correlates its damage to the mass of the target, enabling the weapon to kill any enemy with a limited number of hits. Ja, so eine Art, ja, Massenwaffe, das schwarze Plasma ist irgendwie so eine, oder das dunkle Plasma ist, ja, so eine Waffe, die man in Gruppen schießt, also die in Gruppen einschlägt und dann werden auch alle anderen noch verletzt, also Flächenschadenwaffe. Strengths. The Hunter is best used with Predator Vision upgrades. With them, it can attack enemies from well outside their visual ranges. Ideal for preemptive elimination of enemies that nullify the advantage of Predator cloaking. When upgraded, the Hunter's Dark Plasma is devastating against heavier tank enemies. No known opponent can survive more than 10 shots from this munition. The weapon attempts to keep its target on fire by striking it with whatever plasma causes the most damage. Ja, also es ist richtig übel, dieses dunkle Plasma, weil das, ja, es gibt kein bekannter Gegner, der mehr als 10 Schüsse von dem Ding aushält. Also richtig übel, ja. Okay, weiter geht's mit dem nächsten, der Predgun. Heavy War Damage, was hat der denn? Der kann auch weiter schießen, als er sehen kann. Also ist eigentlich bei einem normal zu sein, ja. Gute Panzerung. Hoppla. Description. The Predgun is an autonomous mobile defensive platform used by the Predators to guard their shrine. To succeed in its role, the platform mounts a heavier plasma cannon capable of inflicting substantial damage on the largest and most armored of enemies. Ja, okay. Default Weapon. Heavy Plasma Cannon. The heavy plasma cannon fire oversized armor-penetrating plasma bolts capable of causing extreme damage to whatever target they strike. Like other burst plasma bolts, the projectiles from the heavy plasma cannon detonate upon impact,
showing the surrounding area with damaging plasma shrapnel. To achieve its remarkable hitting power, this weapon trades away some of the fire weight and range of the standard plasma caster. Ja, also die schwere Plasmakanone hat die alle Vorzüge der normalen Plasmacasters. Also die Feuerrate und auch die Reichweite, nur halt deutlich stärker. Also richtig übel, ja. Characteristics, autonomous redeployment. A key advantage of the Pred Gun over the Marine Sentry Gun is its ability to pack itself up, move to a new area and redeploy there, all without any external intervention. So, like the Sentry Gun, however, the Pred Gun cannot fire while in its packed state. Ja. Wenn die sich bewegt, kann die halt nicht feuern, leider. Ist halt ein bisschen blöd. Characteristics. Integrated Self-Healing. The Pred Gun is made of smart materials that are capable of healing themselves when coordinated by the platform's regeneration management subsystem. This healing cannot occur while the Pred Gun is sustaining damage, but proceeds with surprising speed when the Pred Gun remains unmolst for any length of time. Ja, er kann sich selbst reparieren, auch hat Zeit, also wenn er nicht beschossen wird oder keinen Schaden mehr halt erhält, dann repariert sie sich nach einer Zeit und das ist relativ schnell. Also muss man schnellstens zerstören, wenn sie unten mal angreift, sonst bringt das nichts. Swings. The Pred Gun is designed to protect the Predator Shrine by complementing the Shrine's offensive capabilities. While the Shrine is capable of inflicting sustaining damage across a number of lighter enemies, the Pred Gun is designed to stop heavier attackers. Like the Hunter's Plasma Caster, the Pred Gun benefits greatly from enhanced Predator Vision modes. With them, the Pred Gun can outrange many cloak-defeating sensors, enabling cloak predators stationed behind it to remain undetected. Ja. Die Stärken ist, dass das entsprechend relativ stark ist und eine hohe Reichweite hat. Also es kann auch zur Abwehr verwendet werden gegen Einheiten, die halt diese Tarnung eliminieren können. Kann man die halt dann töten und dann sind die anderen natürlich ziemlich chancenlos. Die sehen zwar diese Waffe, aber die Predator dann nicht. Möglicherweise. Weaknesses. The Pred Gun has several weaknesses. First, it cannot counter-attack while moving, making it vulnerable during transit. Second, the Pred Gun moves slowly, making it less successful at operating on highly flight front lines. Third, its slow fire rate makes it vulnerable to being overwhelmed by large numbers of lighter enemies. Ja, die hat mehrere Schwächen, trotzdem natürlich, sie ist langsam, sie kann nicht schießen, wenn sie bewegt wird. Und ja, die Feuerrate ist auch nicht so hoch. Also zwar so hoch wie beim Jäger, aber entsprechend nicht hoch genug, um ganz Massen abzuwehren. Da brauchen mehrere für. Ja, weiter mit der letzten Einheit Gebäude. Nämlich Gebäude in dem Fall auch noch der Schrein. Das ist der. Der hat keine hohe Reichweite. Der kann nur schießen, was er normal sieht. Aber kann halt sehr schnell feuern, haben wir ja auch gesehen. Description. The Shrine is an autonomous support platform that predators rely upon to call in reinforcements. It is mobile, reasonably well armed and very tough. Default weapon, Fireliner. The Shrine is equipped with a Fireliner, a multi-beam head weapon related to the Blazer. Unlike the Blazer, the Fireliner focuses small beam LEDs on different enemy weak spots, heating them to the point of combustion. Habe ich noch nie gelesen, das Wort. Overall, the Fireliner spreads its pool of beamlets across as many enemies as possible to maximize the number of opponents suffering from ongoing burns. Like the Blazer, the Fireliner can fire on the move. Characteristics. Drop side transceiver. The Shrine enables Predators to call in reinforcements and field upgrades so that they might continue the hunt after suffering losses. In addition
to transmitting request to an orbiting Hunt Mastership, the shrine serves as a drop site beacon, so that Predator drop pods can land an area immediately relevant to an ongoing hunt. Since Predators require rescue more than regularly dishonorable, clan leaders are keenly aware that losing their last shrine often means failure and death. Ja, klare Sache, wenn man das Ding verliert, ist alles gelaufen. Characteristics, Energy Infuser. The shrine can rapidly recharge the energy supply of nearby predators from an internal pool of energy it maintains. It has sufficient output to sustain several cloaked predators without loss, but more will cause it to slowly lose its energy store until it eventually runs dry. The shrine can refill its own energy supply at a much higher rate if there are no ongoing drains on its charging system, meaning that it is far more energy efficient to periodically recharge predators than to continuously sustain them. Ja, der kann halt Energie nachladen und der kann entsprechend auch mehrere getarnte Predator versorgen, gleichzeitig, ohne dass er dass Energiereserven aufgebraucht werden, aber wenn es so viele werden, geht es natürlich nicht mehr. Ja, klare Sache, haben wir auch schon gesehen in der ersten Mission. Characteristics, Integrated Self-Healing. Like the Predgun, the shrine is made of smart materials that are capable of healing themselves, when coordinated by the shrine's Generation Management Subsystem. This healing cannot occur while the shrine is sustaining damage, but proceeds with surprising speed when the shrine remains unmolded for any length of time. Ja, ist das so wie bei der Threadgun, die Selbstheilung hat das Ding auch natürlich. Strength. The shrine is best kept well protected and at a safe distance from heavy combat. While tough and powerfully armed, it is a Predator's sole means of acquiring both reinforcements and field upgrades. In the eventually that it is attacked, the shrine is best used to assist supporting Predators by degradating nearby enemies with its fireliner. When sufficiently protected, the shrine serves well as a forward operational base by delivering reinforcements very close to the point of need. Weaknesses. The primary weakness of the shrine is that it is a single point of failure for the predator's ability to maintain field strength while on the hunt. As such, veteran predator clan leaders typically deploy multiple predguns for protection and sometimes even order spare shrines to remain prepared for contingencies. Besides its inherent criticality, the shrine has two other weaknesses. First, its slow speed, and second, the fireliner's inability to completely dispatch multiple enemies quickly. Ja, Schwäche, ist das entsprechend die ganze Predator-Sache auf dieses Gebäude ausgerichtet ist, die ganze Jagd. Wenn das weg ist, ist halt die Jagd gelaufen. Und ja, es ist halt langsam und ja, die Waffe ist auch nicht sehr stark, kann zwar relativ gut aus, viel austeilen, gleichzeitig aber halt einzeln gesehen nicht so viel, halt nur zur Unterstützung geeignet. Oh, sollte man nur trotzdem mal mitnehmen, meiner Meinung nach. Wenn man das Ding nämlich irgendwo hinstellen muss, wo man Petguns hinstellen, die ja auch schon mal zwei brauchen, an zwei Personal. Also, wenn man zum Beispiel einen Schrein und zwei Geschütze hinstellt, sind schon mal acht. Sind schon mal 8 weg, 8 Populationen, also 8 Leute weg. Also 8 Einheiten sind quasi weg. Wir hatten beim letzten Mal nur 12, das heißt, wir hätten nur 4 Einheiten nehmen können. Das wäre nicht so gut gewesen. Aber ja, das war's mit der Bestiary für die ersten Predator-Mission. Wie gesagt, ihr müsst das hier alles nicht zuhören, ihr könnt das hier alles lesen, falls ihr das gelesen habt. Dann hört ihr das eh nicht, was ich hier sage. Daher, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.